Die große Frage ist jetzt, ob die Kirchenrevolution des synodalen Weges in einigermaßen geordneten Bahnen verlaufen wird oder kommt es zu einem Flächenbrand. Das heißt, werden die Basisgruppen einfach vorpreschen, werden gewisse einzelne Priester und vielleicht sogar Bischöfe sagen, uns ist es egal, wir werden jetzt Fakten schaffen. Oder werden sich, sagen wir so, die Bischöfe, die eine gewisse Ordnung haben wollen und die Weltkirche nicht schockieren wollen, ob die sich durchsetzen und das Ganze ein bisschen geordnet halten. Das ist im Grunde genommen, das sind die Perspektiven, die man zurzeit in dieser ganzen Kirchenrevolution des synodalen Weges beobachten soll. So, es scheint aber, heute gab es zwei Nachrichten, die andeuten, dass vielleicht es doch zu einem Flächenbrand kommt, weil sich einfach viele schlichtweg nicht daran halten wollen. Und zwar, die eine Nachricht ist aus Köln. Das ist eine Meldung von der deutschen Presseagentur. Katholische Laien in Köln fordern Mitsprache. Kölner Katholiken fordern Mitsprache bei der für den 2. März angekündigten Rückkehr von Rainer Maria Kardinal Wölki. Grundlage dafür ist der jüngste Beschluss der Synodalversammlung in Frankfurt am Main, wonach die Gläubigen an der Berufung eines Bischofs beteiligt werden müssen. Hier geht es gar nicht um eine Berufung, sondern er hat ja eine Auszeit genommen und er kommt schlichtweg zurück. Ja, das war auch abgesprochen mit dem Papst. Ja, aber die wollen jetzt sozusagen bestimmen, ob er überhaupt zurückkommt. Ja, also das heißt, gleich wirken und berufen sich eben auf ein Papier des synodalen Weges. Die andere Nachricht ist eine Segnungsfeier, die in Essen stattfinden wird, im Essener Dom immerhin. Ja, also nicht irgendwo, sondern im Essener Dom. Und zwar, das ist die wird am 14. Februar stattfinden. Das ist der sogenannte Valentinstag. Und da sollen Liebende kommen und sich einen Segen holen. Und die können sich auch berufen auf einen Text des synodalen Weges, der Synodalversammlung. Und zwar, wo es um Segnungsfeiern geht für Personen, Paare, die sich lieben. So heißt dieser Text. Ja, es ist ein Text, der zwar in der ersten Lesung erst debattiert wurde. Das heißt, es ist noch kein beschlossener Text nicht von diesem synodalen Weg. Ja, aber viele können sagen, gut, das ist eigentlich, was die meisten wollen. Dieser Text wurde mit großer Mehrheit angenommen und wir warten gar nicht mehr, dass da eine endgültige Entscheidung kommt und dass sich der überhaupt Rom dazu äußert. Das interessiert uns nicht. Wir machen das. Es ist nicht das erste Mal, dass es solche Segnungsfeiern gibt. Aber jetzt können die sagen, wir machen das sozusagen mit der Autorität dieses synodalen Weges. Ja, dass der synodale Weg kirchenrechtlich eigentlich eine Nicht-Existenz hat, das ist ja diesen ganzen Gruppen an der Basis egal. Die wollen einfach Fakten schaffen und die wollen irgendwie gewisse Ergebnisse sehen. Ja? Also das sind zwei Ereignisse, die sehr wichtig sind. Ja? Man darf ja nicht vergessen, wir leben ja in einem Land, das ja nicht arm ist an Kirchenrevolution. Man bedenke ja nur eigentlich die ganze Reformation des 16. Jahrhunderts. Da hat man ja auch versucht, okay, wir machen etwas Moderates zunächst mal, ja. Also, und dann ist das Ganze zu einem Flächenbrand geworden, sehr schnell, und hat sich auch zunehmend radikalisiert. Ja, also es ist nicht klar, ob die Leitung in den Bistümern, also die Bischöfe, vor allen Dingen Bischof Betzing, irgendwie das Ganze moderat halten oder ob die Leute sagen, uns ist das völlig wurscht, wir machen jetzt einfach unsere Kirchenrevolution und ist es uns egal, was Rom und Vatikan und so sowieso denken, wir machen das. Wir müssen das beobachten, wir müssen viel beten und wir müssen aber auch viel Apostolat machen. Wir müssen zeigen, dass es noch eine wahre Kirche in Deutschland gibt, ja, die eigentlich die ganz normale Lehre lebt und die Tradition respektiert und liebt und eben die klassischen Frömmigkeitsformen, Herz Jesu, Rosenkranz etc. Wir müssen eigentlich wirklich ein bisschen mehr Gesicht zeigen, damit die Leute sehen, aha, es gibt nicht nur Revolutionäre, sondern es gibt auch normale Katholiken. Vielen Dank. Bis zum nächsten Video.